Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Ich habe es immer gewusst. Er liebt mich. Ach, wenn er auch endlich seine Liebe mir gegenüber eingestehen würde. Johann Michael Elias von Obentraut. Er weilt momentan im Zollkrug, im Gümmer. Eine einfache Herberge. Aber immer sauberes Heu im Bett statt. Und keine Flöhe oder sonstiges Ungeziefer. Ach, die lange Reise erschöpft mich. Ich lechze nach einer Erfrischung und endlich in die starken Arme meines tapferen Feldherrn sinken zu können. Wenn ich doch bloß heute Abend an seiner Tafel in seiner Nähe sitzen könnte. Ich habe extra meine Zofe losgeschickt, um eine weiße Rose zu besorgen. Diese Blume zeugt von meiner Unschuld, Treue und von meiner Leidenschaft zu ihm. Martha, Martha, wo bist du denn? Wo bleibst du denn? Ach, die hat dann nur noch ihren Schweikart im Kopf. Und nur noch Augen für ihn. Dabei hat der Kerl in jedem Dorf eine andere Feldmatratze. Diese armen Dinger. Martha, wo bleibst du denn? Ach, gut, dass ich sie treffe. Bin ich hier richtig in Seelze? Ich will mich hier mit meiner Herrin, Alwine von Speyer, treffen. Sie ist seit Wochen auf den Spuren von General Michael von Obentraut und will ihm seine Liebe gestehen. Ich sollte ihr extra diese Rose besorgen. Ich glaube ja nicht, dass wir bis zum General vordringen. Es sind strenge Reisebeschränkungen. Wir dürfen vielleicht gar nicht zu ihm hin. Aber sie lässt sich von dem Gedanken nicht abbringen. Naja, und wenn wir bis zum Lager vordringen, dann treffe ich ja vielleicht auch seinen Obristen wieder, den Schweikart. Er hat so starke Arme und so einen langen, scharfen Säbel. Aber ich weiß gar nicht, wo Alwine jetzt bleibt. Und außerdem, wo habe ich meinen Kopf? Ich habe ja mein Handwerkszeug liegen lassen. Die Bürsten, die Spangen und der frische Trunk. Ich werde die Rose hier niederlegen und dann ganz schnell meiner Herrin entgegeneilen. Martha! Martha! Zum Teufel! Da ist wenigstens die Rose. Oh. Oh, wie sie duftet. Sie duftet wie die Liebe. Martha, eile dich, wir müssen los. Herrin, du musst dann noch ein rotes Kleid richten. Ich suche euch. Ich kann euch in dem verstaubten Gewand dem Herrn unter die Augen treten. Dann lasst uns sputen. Bevor er wieder in die Schlacht berufen wird und wir umsonst gereist sind. Jawohl. Beeil dich.